In diesem Video werfen wir mal einen Blick auf den AOC Q24 G2A, einen der günstigsten 24 Zoll Monitore, der bereits mit WQHD Auflösung, 165 Hz und IPS Panel daherkommt. Und das bereits ab Preisen von rund 200 Euro. Was der im Detail zu bieten hat, das erfahrt ihr wie immer hier. Der AOC Q24 G2A kommt, wie man es kennt, zusammen mit der passenden Halterung, einem HDMI, einem DisplayPort und einem Stromkabel daher. Dabei folgt er designmäßig AOCs aktuellem Standard in dunklem Grau-Schwarz mit ein paar roten Akzenten auf der Vorder- und Rückseite. Die Verarbeitung ist dabei gewohnt wertig. Während das Monitorgehäuse selbst komplett aus Kunststoff besteht, befindet sich im Inneren der Halterung ein massiver Metallkern, der nicht nur für ausreichend Stabilität, sondern auch mit seinem Gewicht für eine sehr gute Standfestigkeit sorgt. Die Halterung bietet dabei alle gängigen Einstellungsoptionen. Neben der üblichen Höhenverstellung lässt sich der Monitor daran auch drehen und neigen und dank der Pivot-Funktion auch hochkant nutzen. Insofern auch eine passende Wahl für aktuelle Gaming- und Streaming-Setups. Abseits dessen gibt es dann noch an der Unterseite eine rudimentäre Kabelführung, um euer Setup etwas cleaner zu halten. Wer lieber eine Eigenhalterung verwenden möchte, kann hier auf jede übliche 100x100 WESA-Alternative zurückgreifen. Hinsichtlich der Anschlüsse gibt sich der Monitor eher sparsam. Abseits vom obligatorischen Stromanschluss und einem Klinkenanschluss zum Weiterreichen des PC-Sounds an Kopfhörer oder Boxen, gibt es hier zum Zuspielen des Bildes nur zwei Anschlüsse. Und zwar einen DisplayPort 1.2 Anschluss und einen HDMI 2.0 Anschluss. Was die im Detail bieten, dazu später mehr. Abseits dessen bietet dieser Monitor noch zwei integrierte 2 Watt Lautsprecher. Allerdings würde ich tunlichst vermeiden, diese zu nutzen, da sie wie bei den meisten Monitoren extrem dünn und blechern klingen. Insofern eher eine Notoption. Sämtliche Tasten zum Steuern des Monitors und des USDs finden sich hier an der rechten Unterseite. Darüber sind alle gängigen Features abgedeckt. Im USD finden sich dagegen alle weiteren Optionen. Neben den üblichen Einstellungen bezüglich allgemeiner Helligkeit, Farb- und Kontrasteinstellungen gibt es hier auch eine gaming-spezifische Sektion. Hier könnt ihr zwischen verschiedenen genrebezogenen Bildprofilen wechseln oder aber Selbsteinstellungen vornehmen, um je nach Spiel das für euch optimale Bild zu bekommen. All diese Einstellungen müsst ihr aber nicht zwingend im USD vornehmen. Mit AOCs G-Menu lassen sich all diese Einstellungen auch direkt in der Software vornehmen und bei Bedarf auch automatisch spiel- bzw. anwendungsbezogen laden. Das Spannendste ist aber natürlich der Bildschirm an sich. Hier bekommt ihr auf 24,5 Zoll eine 1440p Auflösung mit variabler Refreshrate von bis zu 165 Hertz. Umgesetzt wird das über ein flinkes IPS-Panel. Das ist dabei arttypisch, natürlich auch sehr blickwinkelstabil. Von den voreinstellbaren Modi lieferte mir der Monitor mit den Warmeinstellungen die besten Ergebnisse. So deckt er den gesamten sRGB-Farbraum ab und immer noch absolut solide 78% des Adobe RGB und 81% des DCI-P3-Farbraums. Für einen Consumer- und insbesondere Gaming-Monitor wirklich anständig. Gepaart wird das mit einer sehr geringen Farbabweichung von dem Mittel 1,33. Abseits von einem kleinen Ausreißer ist das echt hervorragend. Die maximal gemessene Helligkeit geht mit rund 400 Nits noch ein wenig über die Herstellerangaben hinaus und genügt auch für sehr helle Räume. Kombiniert wird das mit einem ganz passablen und IPS-typischen Kontrastverhältnis von 930:1. Zudem gibt es hier IPS-typisch auch einen leichten Glow bei sehr dunklen Szenen, den man allerdings auch nur wirklich in sehr dunklen Umgebungen wahrnehmen kann. Im praktischen Alltag stört das kaum. Abseits dessen gibt es hier zwar einen HDR-Mode, echtes HDR wird hier aber nicht unterstützt. Die reine Farb- und Bildqualität kann schon mal überzeugen. Wie sieht es aber mit den Gaming-Fähigkeiten aus? Auch hier überzeugt der Bildschirm insbesondere für seinen Preisbereich. Bereits ohne eine Overdrive-Einstellung liefert der Monitor sehr kurze Reaktionszeiten und sorgt so für ein sehr klares, schlierenfreies Bild. Das verbessert sich noch leicht mit dem schwächsten Overdrive-Modus. Ab Medium gibt es bereits leichtes Overshoot, welches auf Strong so stark ist, dass es bereits zu teils sichtbarem Inverse Ghosting kommt. Aber wie erwähnt, diese Modi sind eigentlich nicht einmal notwendig, da der Monitor bereits ohne Overdrive wirklich ausgezeichnet performt. Um das alles abzurunden, liefert der Monitor aber auch noch eine angenehm kurze Eingabelatenz. Die fällt dabei so kurz aus, dass hiermit selbst sehr ambitionierte Gamer bestens bedient sein dürften, sofern euch die Refreshrate von 165 Hz genügt. Diese ist natürlich wie üblich variabel. Was dahingehend allerdings schade ist, über HDMI wird leider kein VRR unterstützt.
Sprich, mit aktuellen Konsolen profitiert ihr leider nicht davon. Ansonsten ist der HDMI-Anschluss bei voller Auflösung noch auf 144 Hz limitiert. Das bedeutet, dass ihr für die vollen 165 Hz auf DisplayPort setzen müsst. Was hier wie bei AOC leider häufiger etwas irreführend ist, auf der Verpackung und selbst im USD findet ihr für die Variable Refresh Rate immer G-Sync als Bezeichnung. Tatsächlich bietet der Monitor aber kein G-Sync, sondern ist lediglich über den offenen Adaptive Sync Standard G-Sync kompatibel. Einen spürbaren Nachteil habt ihr dadurch aber nicht. Stattdessen seid ihr mit AMD und Intel Grafikkarten kompatibel, was natürlich auch nicht zu verachten ist. Wo wir gerade allgemein bei AOC sind. Von denen gibt es neben ihren guten Monitoren auch noch alles weitere an wichtiger Peripherie, damit ihr auf Wunsch ein komplettes Setup aus einer Hand zusammenstellen könnt. Von Tastaturen mit mechanischen UTEMU-Switches über Headsets bis zur Maus mit aktuellstem Pixart-Sensor ist hier quasi alles mit dabei. Das Ganze lässt sich dann auch softwaremäßig hinsichtlich Funktion und Design aufeinander abstimmen. Schaut euch das also auf jeden Fall mal gerne an. Kommen wir damit zum Fazit. Der AOC Q24 G2A ist insbesondere für seinen Preis ein hervorragender Gaming-Monitor. Wenn ihr auf der Suche nach einem 24-Zoll-Gerät seid, das trotz der kompakten Größe WQHD-Auflösung und 165 Hz bietet, seid ihr hier genau richtig. Sowohl Bildqualität als auch Reaktionszeit können hier absolut überzeugen. Kombiniert mit einem Preis von aktuell knapp über 200 Euro macht man hiermit schlicht nichts verkehrt. Was haltet ihr von diesem Monitor? Wäre der passend für euer Setup? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.